Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und wir nehmen uns heute einmal dem Araber an und gucken mal, wie gut der Araber sich so im Geschwindigkeitsbereich macht. Und dafür hole ich mir erstmal Stallhilfe und genieße nochmal das zweifarbige Zaumzeug. So. Und wir gucken vorher nochmal unsere Werte an. Aber die passen soweit. Und dann machen wir uns an den ersten Test vom Araber. Was ich aber auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass der gute Araber, mach mal die Frippe-Ohren dafür ab, das stört mich ein bisschen, dass der gute Araber extrem wendig ist, und zwar mehr als der Araber in der letzten Generation. Araber, uff. Also der Araber ist deutlich beweglicher von der ganzen Art her. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Und was wir definitiv mal machen werden, ist mit dem Araber so ein bisschen die Moorlandstrecke, weil da kann man das immer ganz gut testen. Wir werden aber auch noch so ein paar andere Rennen so ein bisschen testen, um da mal so ein bisschen das Fazit zu geben, was man sagen kann, wie schnell der Ganze nämlich einfach ist. Dafür nehmen wir am besten diese Strecke hier, die Bobcat-Basis, ist einfach mit die kürzeste, ist die, wo man am besten das Ganze so ein bisschen testen kann nebenbei. Also ihr könnt da einfach wirklich recht einfach das Ganze testen. Aber natürlich geht es immer mal wieder so einen Fehler rein. Gerade hier am Anfang, gerade seitdem die Hindernisse hier neu gemacht wurden, weiß man nicht so hundertprozentig genau, wie da nämlich die Hitboxen sind. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger, aber die Strecke eignet sich einfach ganz gut, um so ein bisschen zu testen, wie gut sich der Araber einfach macht. Dafür mache ich auch extra gar keine Sprünge rein, damit ich so ein bisschen den direkten Vergleich zum aktuellen Araber Pinto nämlich habe. So. Und jetzt sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Haben so mal die Zeit drin. Sind auf eigentlich einer wirklich guten Zeit. Ich habe jetzt noch einen kleinen Fail mit reingemacht am Anfang. Aber ansonsten kann man nämlich von vornherein schon mal sagen, dass er sich eigentlich recht gut macht. Weil die Zeit, die wir gemacht haben, dürft ihr nicht vergessen, die Zeit ist aktuell die mit dem Quarter gewesen. Und bei dem Quarter hatten wir dieses leichte nach vorne mäßige, also diesen Startboost am Anfang nämlich noch drin gehabt. Und das ist natürlich hier, ein Vorteil, den wir mit dem Araber jetzt nicht nutzen. Und was ihr gerade gesehen habt übrigens, das ist immer das, was ein bisschen weird ist für den Anfang, dass ihr seht, dass hier gewisse Sachen keine Hitboxen haben. Zum Beispiel haben diese Säcke hier keine Hitbox. Die Säcke da rechts haben aber eine Hitbox. Also bei den Säcken links könnt ihr schön durchreiten, bei den Säcken rechts könnt ihr das nicht machen. Also von daher nochmal, wir nutzen aktuell hier keine Springboosts. Springboosts sind da so ein bisschen ein anderes Thema. Übrigens mit den Hitboxen ist dasselbe nämlich hier auch. Das hat nämlich auch keine Hitbox, was ihr gerade gesehen habt. Hier hat nämlich auf dem Rennen nur sehr wenig eine Hitbox. So, da bin ich jetzt an einer Stelle am Ende ziemlich schlecht rumgekommen. Wenn ihr es genau wissen wollt, an der letzten Kurve bin ich wahnsinnig weit nach außen gegangen. Das hat mich wirklich viel Zeit gekostet. Das ist aber so, was man jetzt sagen kann, das ist so ein bisschen, bis auf wenige Sprungsachen, ist das jetzt so die Ideallinie, die man hier machen kann. Hier einfach schön schmal vorbeireiten, weil eben keine Hitbox, wie gesagt, an den Säcken. Hier so schön schmal rum, möglichst nah hier vorbei. Wenn man jetzt wirklich mal sagt, ohne Sprungboost, habt gerade gesehen, dass die Astrid nämlich da gerade einen Sprungboost genutzt hat, einen kleinen. Das ist, wenn man hier nämlich nochmal bei Bergabmäßigen so ein bisschen springt. Hier eben auch nochmal keine Hitbox. Jetzt ist wichtig, hier ganz, ganz schmal rumlaufen. Genau, habt ihr gesehen, was das nämlich ausmacht. So. Und ich bin langsamer gewesen. Okay, was wir aber sagen können ist, dass wir, wenn wir diese Zeit abziehen, die man durch diesen Startboost mitbekommt, sind wir eigentlich auf einer ganz guten Zeit mit dabei beim Araber. So, wir nehmen nochmal hier kurz die Flasche mit. Und dann testen wir das Ganze nochmal an einer Strecke aus, wo man das Ganze ein bisschen besser sehen kann. Was nämlich eigentlich der Vorteil vom neuen Araber bezüglich des alten Arabers ist. Das sind nämlich bei den die Sprünge. Der kann nämlich bei den Sprüngen so fast ein bisschen wie das Pony sich so in der Luft ein bisschen mitdrehen. Merkt ihr jetzt bei vielen der Rennen gar nicht so sehr, gerade bei denen, wo es nicht viel um Springen geht. Aber bei
zwei Rennen, wo es aufs Springen ankommt, da macht sich der Araber nämlich auch nochmal ziemlich gut. Ich kann jetzt bei dem Rennen hier jetzt keine wirkliche Highscore vergleichen, dafür bin ich aktuell zu weit draußen. Aber wir können einfach mal so ein bisschen ein Rennen reiten. Denn was hier zum Beispiel wichtig ist, ist, dass ihr hier direkt nochmal so ein bisschen Sprungboost mitnimmt. Ich bin da jetzt gerade einfach zu weit draußen. Aber wir gucken einfach mal generell, was wir mit dem Araber hier für eine Zeit rausholen können. Bezüglich so der alten Zeit, die ich so gerade drin habe. Das ist nämlich aktuell mit meiner Lieblingsstrecke. Hat einfach so ein paar Punkte drin, die ich total nice finde. Und... Oh, no. Ja, okay. Das war jetzt alles ein bisschen sehr fail. Da bin ich bei beiden Sprüngen super, super weit nach oben gekommen. Die aktuelle Score, die ich drin habe, ist jetzt auch nicht unbedingt so repräsentativ. Oh Gottes Willen. Wir fangen lieber von vorne an. Aber man kann sagen, steuert sich definitiv ziemlich gut. Ist also einer von denen, die sich da... Oh mein Gott, das war... Eieieiei. Also normalerweise solltet ihr beim Reiten nach unten springen. Und... Ja. Mensch, Fabi, ey. Ich bin zu lange die Vorpinterstrecke nicht geritten. Aber man kann sagen, der Araber Pinto ist im Verhältnis zum Araber an manchen Stellen doch nochmal ein anderes Kaliber. Und Hitboxen sind nicht mein Freund. Also man kann aber für das erste Fazit kann man sagen, definitiv kein schlechtes Pferd. Und macht sich soweit ganz gut auf den Strecken. Aber Araber Pinto wirkt noch besser, gerade durch die erhöhte Beweglichkeit. Bei ein paar Strecken kann es sein, dass er durch dieses, dass er sich in der Luft so leicht mitbewegen kann. Kann es sein, dass er da noch deutlich besser ist? Oder ist das deutlich? Es ist halt echt noch so ein kleineres Niveau. Ich versuche jetzt mal nicht die krassen Abkürzungen noch mitzumachen. Dafür, glaube ich, bin ich gerade ein bisschen zu weit draußen. Außerdem ist es immer so, dass ich natürlich jetzt gerade dabei auch noch am Reden bin. Ich nehme jetzt einfach mal kurz das jetzt mal mit, um wieder so die Runde ein bisschen zu Ende zu reiten. Und guck einfach mal an. Normalerweise reite ich hier immer so eine Zeit, so um die 1,30, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz vertue gerade. Habe ich diesen einen Fail drin. Hier kann man auch mal so ein bisschen Springboost mitnehmen. Ziehen wir mal so eine halbe Sekunde vielleicht ab für den Fail, den ich da gerissen habe. Mindestens, glaube ich, eine halbe Sekunde müsste das sein. Aber dann kann man so einen groben Vergleich mal ziehen, wie wir gerade mit dem Araber eigentlich stehen. Und so... Ja, also wir sind gerade bei einer 1,31, also es ist eigentlich eine recht normale Zeit mit dem Araber. Ich glaube, da geht mit dem Pinto schon nochmal ein bisschen mehr, aber der ist auch Generation 2 und damit natürlich noch im Vorteil, weil er diese alte Laufanimation und die alte Sprunganimation hat. Aber man kann definitiv sagen, man hat mit dem Araber keine Nachteile, eher Vorteile, weil es gibt ein paar Pferde, die sind ein bisschen langsamer, weil sie ältere oder komischere Animationen im Laufen haben, hat der Araber nicht. Also wenn ihr ein Pferd sucht, mit dem ihr ganz gut abschneiden wollt bei Rennen, bei Championaten und eben jetzt keinen Araber Pinto habt, könnt ihr den Araber wirklich ohne Probleme nehmen. Ist definitiv von den Rängen her oben ganz gut mit dabei. Eben nur durch den Araber Pinto aktuell noch übertrumpft. Wenn ihr mich wissen wollt, wo es die Araber Pintos gibt, die wurden verschoben auf die Koppelinsel. Koppelinsel war es, glaube ich, genau. Und dort eben auch nochmal zu einem reduzierten Preis. Aber ist ein gutes Pferd. Ich sage danke fürs Zuschauen. Euer Fazit zum Araber. Wie findet ihr den guten? Ich finde, ist ein gutes Pferd und vor allem auch echt hübsch. Hat Nomi gut designt. Das ist nämlich die aktuelle Designerin von den Pferden bei SSO. Gefällt mir. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Und demnächst gibt es auf jeden Fall nochmal so ein paar Championatsvideo mit dem Araber. Bis dann. Ciao, ciao.
Baby with you. Oh, baby.